kannst auch lachen. 3, 2, 1, ihr Lieben. Wir sind live mit Verspätung, weil ich komme euch aus dem Knick. Ich bin unterwegs gewesen. Das Meeting habe ich zu lang gemacht. Allerdings, jetzt sind wir für euch live mit ein wenig Verspätung. Und ich stelle euch vor, die Caro, die heute mit euch kochen wird, backen wird eigentlich. Wir backen heute. Genau. Erzähl mal, was willst du uns denn Schönes zeigen und erklären? Wir backen heute die Kürbiswaffeln, die ich so ziemlich jeden Monat wenigstens einmal backen darf für meine Kleinen, die allseits beliebt sind. Genau. Ein Vorstellungsbild konntet ihr in der Veranstaltung ja schon sehen. Und mal gucken, ob sich jetzt der eine oder andere einschaltet. Wir sind nämlich zu einer neuen Zeit, die wir erst so ziemlich neu publik machen müssen. Deswegen muss ich mich auch mit meinem Zeitplan ein bisschen umstellen. Und dann sehen wir aber, jemand ist schon online. Wenn du magst, dann ja, mach dich einfach mal bemerkbar und guck. Und Caro, du kannst ja schon mal hin. Darf an meinen Platz? Du darfst an deinen Platz. Und ich versuche hier so ein bisschen zu moderieren. Was hast du denn an Zutaten mitgebracht, liebe Caro? Also ich habe mir schon einmal Mehl und Zucker abgewogen. Wir brauchen Eier, wir brauchen Vanillenzucker, Backpulver und eigentlich ansonsten Kürbis und Butter. Das war's auch schon. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen jetzt, du hast hier den Dampfgarer auf dem Tisch zu stehen. Wofür brauchen wir den? Damit garen wir unseren Kürbis vor. Der ist noch ein klein wenig gefroren. Wir werden ein bisschen mehr Zeit in der Mikrowelle benötigen, aber das, denke ich, sollte drin sein. Die drei, vier Minuten mehr. Ja, na dann mixt ihr den einfach mal rein, den Kürbis hier, dass wir den zum Beispiel schon mal garen können. Und ihr braucht ungefähr 500 Gramm? Ja, etwa 500 Gramm Kürbis benötigen wir. Dieser ist jetzt ein bisschen gefroren. Wir haben leider jetzt nicht die Möglichkeit abzuwiegen, aber wir kriegen das schon hin. Ich backe das ja oft genug. Ich denke, dass ich das von der Menge etwa hinbekomme. Genau. Und ihr könnt Butternuss nehmen, ihr könnt normalen Esskürbis nehmen, ihr könnt Hokkaido-Kürbis nehmen. Mit Hokkaido wird es etwas mehlig, den nehme ich nicht so gern dafür. Okay. Also wirklich, am besten schmeckt es mit dem ganz normalen Kürbis oder mit dem Muskatkürbis heißt der. Mm. Muskat. Aha. Und Butternuss, wie gesagt, hatten wir auch schon, war auch ganz lecker. Wichtig ist, dass ihr hier unten in den Dampfgarer Wasser einfüllt, weil ohne Wasser funktioniert das Ganze nicht. Dazu hat das Wasser aber dafür gedacht. Ja, genau, die 400 Milliliter brauchen wir einmal. Ja, da zum Dampfgaren. Da haben wir nämlich die Abmessung hier unten drin, in der Auffangschale quasi. Da habt ihr die Einteilung auch, wie viel Wasser bzw. War das, sagtest du, ne? Nee, 500 Gramm. Ne? Nein, das hier. Das, was du eingefroren hattest. Das war ein Kilo, genau. Da brauchen wir nämlich die Hälfte, deswegen. Ja, genau. Ich denke damit, das ist okay. No, also guck mal, so von der Menge her geht das jetzt in die Mikrowelle. Carol, wie lange würde das jetzt in die Mikrowelle gestellt werden? Also ich stelle es, wenn es so schon abgetaut ist, wir nehmen meistens gefrorenen Kürbis, soll es eigentlich 10 Minuten. Ich nehme immer gerne 3 Minuten mehr, damit es weicher ist. Okay, dann bin und ich wir brauchen wieder heute dann also 15, weil es gefroren ist. Okay, ohne Salz, ohne Zucker ohne wird das alles, ohne alles einfach rein. Reingegeben. Ach, eine Prise Salz brauchen wir noch, siehst du? Gut, dass du es erwähnst. Dort rein oder nachher in den Teig? In den Teig, bitte. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal hier alles ein klein wenig vorbereiten. Ich werde da schon den Vanillenzucker mit dem übrigen Zucker geben. Und mir meine Eierchen vorbereiten. Kannst du mir was mitbringen, wo ich die schmutzigen, die Eierschalen reintun kann? Wir haben uns ja alles ein wenig vorbereitet, aber ganz an alles gedacht haben wir denn doch nicht. Hier ist ein sauberer Arbeitsplatz immer sehr wichtig. Hast du was dabei? Dankeschön. Ich nehme immer gern die Perle, um die Eier einzeln einmal nachzuschauen, ob sie in Ordnung sind. Ich nehme sie immer frisch vom Bauern, aber manchmal hat man trotzdem Pech. Und deswegen mache ich sie immer lieber vorher einmal in die Perle rein. Was? Nee, ich mache das auch. Ich hab schon einmal Pech gehabt und seitdem immer. Okay.
Da habe ich ein fast fertiges Huhn in meinem Ei gehabt. Das war nicht so appetitlich. Haben wir gleich verdonnert noch zu schreiben, das Rezept. Das heißt, wir sagen das noch ein paar Mal mit an. Und meine schönen matschigen Finger, die wische ich mir jetzt bitte einmal in dem Handtuch ab. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, wir haben jetzt so ziemlich alles zusammen. Ich rühre die Butter gerne mit dem Ei und dem Zucker gemeinsam, aber wir haben jetzt den Kürbis drin. Jetzt müssen wir improvisieren oder wir stellen die Butter dazu. Warum? Wir haben hier zwei Mikrowellen. Oh. Das ist natürlich sehr gut. Genau. Dann brauchen wir es nicht. Kannst du mir bitte einmal den Geizhals? Danke. In groß oder klein. Und Matteo hat uns beim Milchschnitte kochen gesagt, seine Mama hat auch so einen in Orange und auch in klein. Genau, nee, den haben wir auch. Und Matteo hilft auch ganz gerne mit beim Backen. Genau, der liebt das. So, die Butter hier zurecht machen. Wir brauchen 200 Gramm Butter. Wir haben das Glück, dass bei der Butter ja immer so eine kleine Abteilung ist, wo man sich dran orientieren kann, wenn man nichts zum Abwiegen hat. Du, eigentlich hättest du mal gehen sollen. Die Batterie muss ausgetauscht werden, dann geht sie auch wieder. Okay. Du hast einen Auftrag. So, warte mal kurz. Und immer dran denken, guck mal, Karotte, kann keiner mehr sehen, wenn du dich immer zubaust. Sonst. So, jetzt haben wir hier unsere 200 Gramm Butter. Ja. Und ich bin ja ganz dünne Socken, da du hier zwei Mikrowellen hast, das kann ich gar nicht glauben. Doch, wir brauchen ja öfter mal. Ich teile mir das immer ein bisschen kleiner ab, damit sich das besser verflüssigt. Normalerweise könnt ihr auch sehr gerne oder sehr gut die 1 Liter Kanne nehmen. Die hat quasi 1 Liter Fassungsvermögen, hat einen Deckel und ihr könnt, wenn ihr Butter schmelzt, hier einfach auf die Seite drehen, sodass man hier noch ein bisschen Luftzufuhr hat oder man kann es auch ganz gut komplett schließen. Nur wenn ihr Butter habt, wenn ihr Puddingpulver habt oder wenn ihr auch Dinge zubereiten wollt, wie Marmelade, Pellkartoffeln und Co. So. Ich nehme aber trotzdem immer sehr gerne dieses Ding, weil wir da den Deckelchen drauf machen können und spritzt das okay. Ja, aber das kann man ja nicht kaufen im Moment. Deswegen immer mal gucken, was wir als Specials und Sonderangebote haben. Wie lange machst du es zu Hause? Minute, anderthalb. Hast du da kein Zucker bei damit drin? Oder? Hier schon drin. Wie viel? 130. So. Wie viel Gramm Kürbis? 500 Gramm Kürbis und 250 Gramm Mehl. So. Das kann eigentlich schon beiseite. So, zu dem Mehl werde ich mal schon ein Teelöffel Backpulver. So, damit rein. Bringst du mir bitte das Salz mit? Dann mal schon dazugeben. Das habe ich zu Hause schon einmal abgewogen, damit wir hier nicht in Schwulitäten geraten, dass es etwas schneller geht. Eine Prise Salz zu jeder Süßspeise dazu, egal ob Kuchen oder Dessert. Das ist immer so die Regel, etwas kleines Salziges zum Süßen. So, dann haben wir es auch schon. Ne? Nicht ganz eine Minute, ein bisschen lauter vielleicht sprechen, weil die Mikrowelle hier so laut ist, sodass ich dich nicht höre. Dann führen wir mal das schöne Gerät vor. Du hast das nicht. Also hier hinten hast du so die kleinen Stöpsels, die kannst du hier super reinsetzen. Eigentlich. Nee, ich habe es auseinandergedreht, weil ich versucht habe, drauf zu gehen. Achso, guck mal, hier ist ein Schloss. Ja. Und wenn du es offen hast, dann wird es geöffnet zum Reinigen. Und wenn du das Schloss hier quasi zusammensetzt, dann sitzt das auch hier richtig drauf. No? Willst du erst rühren? Ja, ich möchte gerne den Zucker einmal mit dem Ei verquirlen, bevor es losgeht. No, wir können auch super Eischnee damit zubereiten.
Auch das funktioniert einwandfrei. Das Gerät, unser Easy-Mix, hat zwei Stufen. Guckt mal. Auf der 1 alles das, was flüssig ist, wird da verrührt. Und auf der 2, wenn es nachher ein bisschen fester wird. Kann man hier auch super dann mit reingießen. Waren jetzt nicht ganz eine Minute auf 600 Watt. So, genau. Schön cremig und wenn es anfängt schwer zu werden, dann könnt ihr auch die Stufe 2 geben. Hier oben gibt es auch noch einen Öffnungsschlitz für zum Beispiel andere Dinge, wenn ich jetzt Mayonnaise herstellen möchte. Das heißt, für Öl, für Zitronensaft oder solche Dinge kann ich das eben auch gut verwenden. So, sei mal so gut, ich gebe jetzt mein Mehl dazu. Ne? Und ansonsten mit dem Mehlsieb, dann wird es schön fluffig und da kann man es auch gut mit abmessen sonst. Ne? Wenn man es braucht. So, genau wieder schön einsetzen. Dann sitzen die Haken dahinter und dann kann es halt nicht weg. Ja, ist ja ein Rutschfuß. Oh. Stufe 2. Und seht ihr, es geht auch schon gleich viel, viel leichter und einfacher. Deswegen bei Teigen, egal ob ihr jetzt Kuchenteige macht oder ob ihr Spätzleteige macht, das Ganze wird hier super einfach dann verrührt. Ich musste ja noch den Püriermeister holen, ne? Zum Pürieren. Den brauchen wir. Den Kürbis, wenn der nämlich gegart ist, dann müssen wir den einmal etwas breiig machen, damit wir auch eine schöne Teigmasse nachher am Ende haben. Mhm. Okay. Ein bisschen Butter könnten wir noch rausnehmen, wenn du meinst. Guck mal, der sieht doch schon gut aus. Mhm. So, ich brauche mal einmal meinen Spatel. So, ich könnte noch ein bisschen Küchenpapier hier organisieren. Das habe ich beiseite gestellt, das stand mir im Weg. Ach so. Das ist hier. Okay, Küchenpapier. Ach, da hinten hast du das. Ich habe das nur einmal rübergestellt. Mhm. Ja, mit unseren ganzen verschiedenen Katalogen, die wir hier haben, haben wir alles aufgebaut und hinter uns alles zugebaut. Wir haben nämlich ein neues Kampagnenangebot jetzt ab dem Monat August. Da gibt es schöne Sachen rund um unsere Tupperware. Unter anderem gibt es Schüsseln. Kennt ihr, die sind von früher. Guckt mal, mit so einem Strahlendeckel. Also unsere Sonnendeckel sind für 4 Wochen wieder im Sortiment. Da gibt es ganz tolle Sachen. Und unsere Gastgeberin bekommt im Moment ja unseren kleinen flachen Torti als Special-Angebot, wenn sie diese oder nächste Woche Gastgeberin ist. Für nur 19,90 bei 300 Euro Partyumsatz. Und alle Gäste bekommen natürlich auch tolle Angebote rund um die Küche. So. Dann fehlt uns nachher nur noch unser Kürbis. Mhm. Genau, der muss erst noch ein bisschen dämpfen. Weiß ich nicht, könnte ich dann nachher mal nachgucken. Und ihr könnt ja, wenn ihr wollt, hier schon noch mal gucken. Caro, den Tortenbehälter hast du ja auch zu Hause, ne? Ja. Da kann man nachher die kleinen Küchlein nämlich super drauf präsentieren. Und unser Partystar-Angebot in diesem Monat ist ja für nur 4 Euro die Tortenplatte, die man super hier hineinlegen kann, damit diejenigen, die immer auf einen Kuchenbehälter schneiden müssen, nicht uns den Kuchenbehälter quasi zerschneiden. Genau, was haben wir noch in der Werbung, sehe ich gerade? Messer mit der Messermaus zusammen. Dann haben wir kleine Snackdosen im Angebot. Und natürlich unser Party-Highlight, da kannst du nachher was zu sagen, wenn du die Waffeln quasi einfüllst. Ne? Für nur 18 Euro statt für 29,90 unsere schöne Waffelform, wo ihr nicht nur Waffeln perfekt zubereiten könnt, sondern eben auch mal Eis und Co. Und du kannst ja mal, wenn du möchtest, dazu was sagen. Das ist halt unsere schöne Silikonform. Ich würde mir die auch gleich einmal vorbereiten gehen. Wir spülen die einfach einmal mit kaltem Wasser aus und dann klebt da auch überhaupt nichts mehr dran.
ich nehme immer ein Geschirrhandtuch, lege mir das flach hin und dann klopfe ich einmal hinten drauf und dann ist das auch wieder trocken. Rucki zucki ist das wieder erledigt und einsatzbereit. Eine Minute. Eine Minute haben wir noch. So, dann bitteschön, ich gehe das einmal. Du gehst vorbereiten? Ja. Du hast schon erklärt, was du vorbereitest. Und ich räume derweil mal hier auf. Denn wir brauchen ja ordentlich weiter machen. Ihr könnt alle Angebote auf unserer Homepage kerstinlepke-tupperware.de gerne nachschauen, denn dort ist alles immer auf dem neuesten Stand. Dort habt ihr den aktuellen Katalog involviert, sodass ihr immer blättern könnt und auch wenn ihr Fragen habt zu Produktgarantie oder eben auch zu Produkterklärungen, sind die Partymanager von uns von der Ostsee bis Berlin für euch sehr gerne vor Ort unterwegs. So, gleich macht's Ding Dong, das ist das Schöne bei unserer Mikrowelle. Wir können gucken, ob es quasi gut ausgedämpft ist und verarbeitet werden kann oder eventuell noch 2-3 Minuten ziehen muss. Ne? Also dann, gut, dann bleib ich hier. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen klein, Caroline. Ich glaube, wenn wir das dann in einer weiteren Schüssel verarbeiten, haben wir mehr Glück, oder? Wir brauchen sowieso erstmal eine andere Schüssel, weil wir das ja noch stampfen müssen. Ja. Da könnten wir gleich eine etwas größere Schüssel nehmen. Ich nehme ansonsten auch einfach immer das Unterteil davon. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Ja. Oh ja, das ist schon schön weich. Also ich denke, das ist in Ordnung. Ich hatte jetzt 13 Minuten eingestellt. Dann müssen wir nur das Wasser einmal ausgießen, weil das brauchst du natürlich nicht. So, zum Abtropfen könnt ihr den Deckel sehr gut verwenden und dann nehmen wir gleich den unteren Behälter, um unseren Kürbis zu stampfen. Ihr könnt A mit dem Kartoffelstampfer arbeiten, der Püriermeister, der ist super auch zum Marmelade zubereiten, wenn ihr die Marmelade aufgekocht habt oder vorher eben die Früchte pürieren wollt oder eben auch klassisch für Stampfkartoffeln. Du bist die Stärkere von uns, du legst hier mal los. Ich soll pürieren, in Ordnung. Und im Essential-Katalog ist er ja jetzt für euch auch drinne. Und wenn es zu hart ist, dann müsst ihr natürlich mit einem richtigen Püriermeister arbeiten, quasi mit einem Pürierstab. So. Aber das war noch sehr wässrig, dadurch, dass das gefroren war. Vielleicht können wir noch ein bisschen abgießen. Ja, glaube ich, muss ich. Ansonsten wird das ein bisschen zu gatschig. Ja, das glaube ich auch. Das heißt, ich werde das mal zurückhalten. Guck mal, wie viel Flüssigkeit jetzt aus diesem gefrorenen Kürbis noch rauskommt. Und das ist einfach zu viel, ne? So. Und wenn alle Stricke reißen, ihr Lieben, wir haben ja noch ein Hilfsmittel. Wisst ihr wen? Unseren Extrachef. Mit dem könnten wir das ja auch sehr klein kriegen, weil ich glaube, das ist uns zu grob. Naja, wir haben jetzt nicht die Zeit, um das lange zu garen. Ne? Also, ja, aber eigentlich müsste... Ach, da oben steht er. Und er steht hier oben, weil er ins Einarbeitungsprogramm gehört für unsere neuen Partymanager. So, hier haben wir unseren Zwiebelschneider in groß. Und hier kannst du einfach, wenn du möchtest... Ich möchte noch ein klein wenig abgießen, damit es nicht zu hässlich wird. Ja, meinst du, das wird... Ich arbeite gerne mit den Händen, ich drücke das einfach aus. Wo, alles gut. Wir müssen ja hinterher eh die Küchlein aufessen. Also von dem ist das auch in Ordnung. So, ein bisschen matschige Finger, aber das macht gar nichts. In der Küche wird es immer schmutzig. Ja, warte, weil ich nehme das kurz weg, damit das nicht vollschmattert. Ja, weil das tauchen wir dir. Das ist hier ein Arbeitsplatz. In Ordnung. Aber ich weiß das ja natürlich nicht alles aus dem Kopf, deswegen... Man muss nur wissen, wo es steht. So ist es. So, dann kommt der Adapterring drüber. Moment, gleich, sei nicht so voreilig, ich bin noch nicht ganz fertig.
Okay. So, ist ja so. Deckel drauf und dann wird jetzt quasi zerkleinert mit Hilfe unseres Extra-Chefs. Das ist dann der Püriermeister auf Tuba. Oder der Pürierstab auf Tuba. So. Bist du damit einverstanden jetzt? Ja, das geht. Einmal, machen wir noch einmal. Okay. Die ist ganz fein. Guckt mal. Haben wir wirklich richtig schön fein bekommen. Und das wird jetzt quasi in einem Behälter. Den habe ich schon weggebracht. Kann. Na, also da war es ein bisschen schnell, ne? Weißordnung ist mein Steckenpferd. So. Darüber beklagt sich mein Mann auch mal. Ich räume alles zu schnell weg. Ja, man braucht es ja auch noch. So, guckt. Also wirklich richtig schön fein ist es dann püriert worden und funktioniert halt wirklich auch ohne Strom zur Not oder ohne Pürierstab elektrischen, wenn ihr sowas nicht in eurem Haus halt haben solltet. So, bitteschön, jetzt darfst du gerne weitermachen. So, jetzt müssen wir das alles zusammenbringen. Du darfst das hier gerne mal abmachen. Oh, das kann ich ablecken. Nee, mach mal hier drin, wir brauchen den Teig. Schade, ich hätte das gerne genommen. Aber du willst bestimmt den kleinen hier haben, ne? Nee, ich habe mir hier schon was anderes besorgt. Ach so, mach mal. Okay. Ich soll den Teig hier quasi hineingeben. So. So. Zum Reinigen. Zum Reinmachen, naja, du machst das ab und dann nehme ich es danach. Ja, deswegen wollte ich ja den kleinen nehmen. Ich weiß, wo ist der denn schon wieder geblieben? Ja, was glaubst du wohl? Hast du den etwa schon in den Geschirrspüler getan? Da war die Butter dran, ne? Ja. Ja, das kann man doch hier alles noch gebrauchen. Guck mal, mach mal du den. Darfst du den gerne wiederholen? Ja. Ich habe ihn nur in die Küche gelegt. So. So. Weil das muss man ja hier alles mitnehmen. Und mit dem kleinen kommt man hier überall ran. So. Okay. So. So, wir wollen ja hier nichts umkommen lassen, ne? Also ist auch noch ganz viel rausgekommen, ne? Also ich nehme den Kleinen auch sehr gerne für andere Dinge wie Joghurt, wie Quark oder wenn ihr Nutella habt, ne, so dass man alles auch aus dem Glas herausbekommt. Guck mal, wie schön sauber das geworden ist. Mit dem Kleinen kommt ja auch viel besser. Jetzt hast du auch alles da drin. Genau. So, du hast den offenen Schneebesen dir gerade auch schon geholt. Ja. Ich habe das jetzt einmal ganz grob mit dem... Den aber noch nicht benutzt. Ich hole mal den anderen. Okay. Ich habe das jetzt alles einmal ganz grob untergehoben und will das jetzt aber einmal schön geschmeidig verrühren. Der gehört nämlich da in die Präsentationskollektion. Na gut, dann nehmen wir ihn mal nicht. Aber eigentlich nimmt er auch keinen Schaden, wenn wir hier den Kürbisteig einholen. Naja, manchmal kommen ja Kunden her, die gleich was mitnehmen wollen. Und dann ist es natürlich immer schöner, wenn das wirklich Neuware ist und nicht benutzt. Dann soll es auch so sein. Genau, ja, das war's auch schon. So, genau. Dann kannst du noch einmal zeigen gehen, wie der Teig quasi von der Konsistenz aussehen soll. So, wie ein richtiger Kuchenteig. Wie ein richtiger Kuchenteig. Der ist jetzt etwas gröber, weil der Kürbis halt noch durch dieses Gefrorene nicht ganz durchgegart war. Aber bei gefrorenem Kürbis ist das nicht ganz so dramatisch. Der ist ja trotzdem weich. Das ist anders, als wenn man mit ganz rohem Gemüse arbeitet. Das ist dann natürlich ansonsten ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen,
Das ist etwas fest. Ist fester. Ja, genau. So, dann muss es ja eingefüllt werden. So, jetzt, genau, jetzt füllen wir das bloß noch um und dann kommt es auch schon in den Ofen. Vorbereitet habe ich die Form ja schon. Ich habe sie einmal abgespült und ein klein wenig getrocknet. So. Ich habe mir einmal den Spritzbeutel zu Hilfe genommen. Den darfst du bitte einmal festhalten und ich fülle bitte einmal ein. Mhm. Gucken, ob mir das gut gelingt hier. Ich halte mal den Deckel zu. Ups, höher halten. Noch höher? Du musst höher halten. Sonst, ja, höher halten. Noch höher? Dann musst du weiter runter gehen, damit sie höher halten kann. Sie hat doch nicht so. Sie kommt doch automatisch mit runter. Ja. So. Hast du schön an der Seite vorbeigeschmallert. Oh, ja, ein kleiner Klecks, da wird sie an, als wenn du so viel. Ja, auch bitte noch einmal. Na, warte, wir sind doch noch gar nicht fertig. Ja, ja, ich, du hast den hier nicht richtig, eingefüllt. Ja, das sind die Mütter, die haben immer Kritik so äußern. Naja, hier gucke mal, wie das unten rauskommt. Hast du den Adapter denn? Der war vorher schon drin. Ich habe das Fertige genutzt. Ja, aber den muss man ja erst ein bisschen rausschieben noch. Ich habe ja nicht nachgeguckt. Du hast nicht nachgeguckt? Was willst du da rausschieben? Nein, den Adapter, den schiebst du erst ein bisschen. Wir machen hier noch ein bisschen Produktschulung, ihr Lieben. Wartet mal. Und guck mal, ob das schmeckt. So, guck mal, wie das hier rauskommt, weil der nicht richtig rausgezogen war. Ich dachte, das ist hier alles einsatzbereit. Nein, natürlich nicht. Und richtig zugeschraubt ist es auch nicht. Das nein, muss man, ich dachte, das ist alles einsatzbereit und los kann es gehen, habe ich gedacht. Nein. Aber ich habe mich getäuscht. Nee. Da muss man sein Arbeitsmaterial immer mitbringen. Oder zumindest bei Mutti aus dem Schrank nehmen. Ne? Also ihr kriegt schon mit, das ist nämlich meine Tochter, die auch Partymanagerin ist. Schon eine ganze Weile. Caro, wie lange eigentlich schon? Keine Ahnung. Mit 18 oder so. Ne? Guck mal, das ist ein bisschen klein vorne. Da kommt nicht so viel raus, wie ich erwartet hatte. Ja, ich hätte ja auch mit dem Tupfen gearbeitet oder einfach so eingefüllt. Achso, ich nehme das sonst nicht. Ich nehme sonst tatsächlich einfach nur einen Gefrierbeutel und schneide den unten auf. Ach so. Ich habe gedacht, heute benutze ich mal das, was wir hier sagen. Aber das ist halt ja auch wirklich die kleinste Öffnung mit der Schreibtülle, die sie sich ausgesucht hat. Mausi, das ist eine ganz schöne Schweinerei, was du hier gemacht hast. Ja. Das heißt, ich kann euch jetzt live zeigen, wie man hier unten... Meinst du lieber diese? Nee, du hast... Schau mal. Nee. Nein. Du, da gibt es eine, die hat Tupfen. Was ist denn Tupfen? Na, das groß. Ist so, das ist so ein riesengroßes Loch. Ja. Da hätte ich es auch so reinschütten können, habe ich mir gedacht. Ja, aber ich... Weil ich brauche hier ein bisschen kleiner, darum habe ich die ausgewählt. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht im Nehmer. Ja, weil bitte? Das hat ungefähr die Öffnung... Hier. Wie ich mir das immer aufschneide. So, einmal bitte abdrehen. Ich halte fest. Genau. Schnell, 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 schnell. Weil es kommt hier gleich wieder raus. Aber eine Verwaltung mit schnell ist hier nicht. Ach so, das stimmt. Man macht ja Tupperware in der Regel nebenher. Die wenigsten machen es ja hauptberuflich. So, Mutti, ich glaube, so könnte das was werden. Ja, wird was. So. Willst du dir einmal die Hände waschen? Ja, und du siehst schon ein bisschen komisch aus. Und du darfst das hier einfüllen. Ich glaube, das kriegst du hin. Ja, okay. Ihr seht, mit viel Spaß und guter Laune kann man in der Küche und auch mit Kunden arbeiten oder eben auch mit seinen Kindern. So, das wären die kleinen Tropse. Die hatten wir auch mal als Angebot, diese Silikonform. Und ansonsten könnt ihr jede x-beliebige Form nehmen. Ob ihr jetzt die Waffelform nehmt oder die Beagleform, also die Donutform. So, genau. Und eigentlich hatte ich hier das so vorbereitet, dass das schon da drauf lag, auf dem Rost. Denn die Silikonformen, wenn sie befüllt sind, rüber zu transportieren, wird immer schwierig. Ach, wenn ich Platz habe in meiner Küche, an meinem Arbeitsplatz, dann ist hier das kein ist kein Problem. Platz. Nee, ich habe das schon festgestellt. Ne? Also ich halte denn mal fest, guck mal hier unter, pass auf, da sind Schmadderagatsch. So, das haben wir schon einmal hier. Muss das ja heißt, die andere Form legen wir hier gleich hin. Zu Hause arbeiten wir in ganz anderen Mengen. Ja, dann macht ihr das in doppelter Ausführung, ne? Genau. So. Und normalerweise reicht die Menge für 3 Silikonformen. Ne? Ihr seht, die Spritztülle funktioniert gut. Lara, magst du uns noch eine andere Form da raussuchen, was wir so im Angebot hätten? Wir haben kleine Donutformen.
Wir haben, was haben wir denn noch? Herzchen haben wir auf jeden Fall. Ja, Herzchen haben wir jetzt nicht hier, aber ich glaube, du hast da die, die Donutform, ne? Ja. Genau. Die spülen wir noch einmal fix mit Wasser ab und dann können wir die nämlich auch einsetzen. Und dann habt ihr drei Formen mit kleinen Kürbisküchlein, die ihr entweder mundgerecht für die Kinder nutzen könnt oder eben auch für euch. Also so eine Schmatterei hatten wir lange nicht hier. Warte mal, ich gehe einmal hier rüber, weil wir müssen... Aber ich kann euch sagen, der Teig schmeckt gut. Wir haben ja auch noch nicht zusammen gebacken und zusammen gekocht. Nee, das stimmt. Dann ist ja auch immer eine One-Man-Show bei mir zu Hause. Also da hilft mir keiner außer meiner Kinder. Die fügen sich einfach. Du wohnst ja auch nicht mehr zu Hause. Ja. Also von dem her. So, möchtest du das jetzt hier einmal übernehmen? Kann ich tun. Dann kann ich mich nämlich auch mal säubern. Das habe ich gerade mitgenommen, um mir die Hände abzutrocknen. Alles gut, wir haben ja noch ein Handtuch hier. Ist ja nicht so, dass wir hier vorne nichts haben. So, wartet mal, ich komme mal mit den Kuchen zu euch. Bitte, wenn ich ein bisschen voller mache. Vom Prinzip schaut es jetzt so aus. Ja, du kannst gerne hier noch ein bisschen was reinmachen, wenn du meinst. Achso. Guck mal, der ist leer. Stell mal dein Blech ab, ich brauche hier ein bisschen Unterstützung. Dann habe ich ja gleich wieder schmutzige Finger. Ich habe sie gerade sauber. Ich nehme zu Hause immer den Messbecher, da stelle ich mir alles rein und dann kann ich das alles gut befüllen. Wäre alles in der Küche gewesen. Aber ich habe ja dich. Ja, ich bin doch aber nicht. Du sollst dich ja nicht unnütz fühlen. Ich bin doch nicht dein Messbecher. Nein, aber mit dein Messbecherhalter. So. Guck mal, das können Sie gar nicht sehen, was wir hier wieder für eine Sache veranstalten. Lara dreht gerade mal die Kamera um, genau. Geht das auch ganz gut hier rein? Das geht schon alles. Na, also ihr könnt natürlich auch mit dem Löffel befüllen, aber das hätte ja jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht. Na, aber die Formen der Waffel ist gar nicht so schwer, nur die kleinen ist natürlich da zu treffen. Also die kleinen Dropse und auch die Donutform, finde ich selber, machen sich mit dem Spritzbeutel einfach besser. Jetzt rennt sie hier einfach los und ich muss das jetzt hier auch noch einfüllen. Ja. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte heute nur moderieren, ihr Lieben. Ich wollte gar nicht der aktive Part sein. Und jetzt habe ich hier so ein zweimal so dreckige Finger. So, und dann geht der Rest jetzt hier in die Donutform rein. Gut ist, dass ihr den Spritzbeutel natürlich nachher im Geschirrspüler mit sauber kriegt wieder, weil das Geschmatter alles von Hand zu waschen, da hätte ich ja nun gar keine Lust dazu. So. Ich habe jetzt hier genug rundherum noch. Brauchst du noch ein bisschen was? Ja, mach mal hier noch ein bisschen was rein, da kann ruhig noch ein bisschen rein. Guck mal. Du hast hier ganz schön rumgeschmattert. Ja, ging leider nicht anders. Wenn ihr jetzt keine Kürbiswaffeln machen würdet, könntet ihr natürlich, jetzt ist es glaube ich ein bisschen viel, ne? Aber kannst ja rüber verteilen. Das ist okay. Aber jetzt ist es auch alle. Also jetzt kommt deine Stimme raus. Nur ein bisschen nachdrücken hier unten. Das ist okay. So. Und dann könnt ihr das dank Adapterverschluss, ihr habt gesehen, man kann auch während der Arbeit den Adapter, wenn er nicht so voll geschmiert ist, einmal von der Tülle lösen und die Tülle dann quasi auswechseln. Du musst dann nicht alles wieder rausnehmen, um es dann quasi wieder reinzufüllen. Ne? Also ab in den Geschirrspüler, umgedreht, das ist ein Leinenbeutel von innen, leicht gummiert, sodass man es auch super einfach sauber bekommt. Und hier den Adapter rausgenommen, die Tüllen alle mit in den Geschirrspüler einsetzen. Was ganz wichtig ist, ihr Lieben, bitte nach dem Reinigen gut austrocknen lassen. Wenn so ein Leinenbeutel nämlich nass weggelegt wird, auch wenn er nur klamm ist, dann fängt er irgendwann an zu müffeln und zu stinken. Das ist kein Tauschgrund. Es ist auch kein Tauschgrund, wenn euch nach 2 Jahren Gewährleistung die Naht aufgeht. Dann ist es einfach, dass der viel benutzt worden ist. Ganz viele haben ihren Leinenbeutel schon sehr, sehr lange. Da gibt es 5 verschiedene Tüllaufsätze, die man haben kann. Und wir hätten für euch
4 neue Aufsätze, die ihr euch bei uns auf der Tuba Party holen könnt. Das sind ganz tolle Aufsätze, die ihr dann da drauf tun könnt. Das sind dann die Rosetten, ja, die Rosettenaufsatz und, wartet, ich hole euch den mal her, wenn ich denn saubere Finger habe und die abgeleckt habe. Gott sei Dank ist das nicht so viel. Und Handtücher von Tuba aus Mikrofaser nehmen nicht nur Feuchtigkeit auf, sondern auch viel Dreck. Ne? Also, und die sind nämlich hier drinnen verteilt, unsere Tülle. Und ich habe da so eine Bandtülle, so eine schöne Rosettentülle, wo man super drin Muster machen kann. Und eine, die hat hier so eine Löcherchen. Also 4 Einsätze, die normalerweise nicht bei den normalen Spritzbeutel dabei ist. Fragt mal die Partymanager aus unserem Team nach diesem Zusatzset und dann könnt ihr die dort mitbekommen. Das Ganze geht jetzt ungefähr, Caro, wie lange geht das jetzt in den Backofen? Eigentlich 10 bis 15 Minuten, je nachdem. Die kleinen sind natürlich sehr viel schneller fertig, bei 200 Grad. Laut Rezept sollen 220 verwendet werden, aber mir ist das immer zu viel. Ich nehme immer weniger. No, und wir haben vorgeheizt, damit das quasi auch schon ist. Und dann auf Ober-Unterhitze oder nimmst du Umluft? Hast umgestellt? Ja. Na, also ich hatte jetzt Ober-Unterhitze eingestellt, weil irgendwann hat mir mal einer gesagt, dass man quasi Kuchen immer mit mit Ober-Unter machen ja, soll. Ja, ja. Grundsätzlich, also, ja. Na, also ihr seht schon, das ist so eine Gummiform und wenn man zu voll hat, dann würde das so hin und her wackeln. Also bei diesen Formen ist das nicht ganz so problematisch. Bei den Waffelformen, wenn sie sehr voll sind, lassen sie sich schlecht umlagern. Mhm. Bei den Dropsen und auch bei den Donutformen ist das weniger ein Problem. Die kann man auch gut einfach nur umverteilen. Alles durch. Keine Sorge. Gut. Ja, du musst ja oft genug kommen und backen. Das pro Rezept habe ich von irgendeinem, ich habe das mal irgendwo auch im Internet gefunden, dieses Kürbiswaffelrezept. Und wir fanden das halt so lecker, ne, dass wir alles, was wir an Kürbis von Halloween immer übrig haben. Es wird fast alles verbacken. Genau, verbacken. Man kann natürlich Kürbis aus Suppe auch machen, ja. Man kann Kürbisgulasch machen. Und Kürbis gibt es gefroren in unserem Haushalt immer, ne? Dass man immer Kürbiswaffeln oder Kürbisküchlein backen kann. Und die kleinen Tropse, ihr habt ja diese Form gesehen, die sind genauso für die kleinen Geister mundgerecht. Die sind auch ganz oft mal im Onlineshop drin, ne? Genau, ihr könnt ja mal gucken, die Dropse, weil die habe ich wirklich jetzt nicht zum Verkauf, weil die sind nicht im Katalog. Aber vielleicht irgendwann wieder. Wie gesagt, also im Online-Shop tauchen sie regelmäßig immer mal auf. Ich kann den Preis jetzt leider nicht sagen, das weiß ich nicht genau, aber sie sind mir schon häufiger im Online-Shop aufgefallen. Guckt einer auf die Uhr wegen der Zeit? Weil müssen wir jetzt noch ein bisschen überbrücken, was wir quasi machen. Erzähl mal, was essen so Kinder denn oder was brauchst du dann an Equipment für deine Kinder zu Hause, wenn du kochst, unbedingt? Was möchtest du jetzt genau? Also mein Haushalt besteht ausschließlich, ich fange von den Töpfen an, aus Tupperware. Also jetzt fragst du mich, was brauche ich? Ich brauche alles. Also okay, nein, ich meinte eigentlich, ohne was geht ihr nicht aus dem Haus? Trinkflasche, Brotdose, was ist so das, was ihr wirklich... Du hast ja ein zweijähriges und ein vierjähriges Kind. Ja, wir nutzen natürlich gerne die Trinkflaschen, 375 Milliliter, glaube ich, ne? Was haben die? 400 Fassungsvermögen. Die diese kleinen mit Form, also die hübsch geformten, die Tierfiguren, die mögen sie sehr gerne. Da dürfen sie sich immer abwechseln, wer welche nehmen darf. Ansonsten gab es damals mal eine sehr schöne mit Strohhalm. Die gibt es leider nicht mehr im Verkauf, leider auch nicht mehr im Umtausch. Nee, das stimmt, das ist so eine Kinderflasche. Genau. Allerdings können die Partymanager sich gerade eine erarbeiten mit einem Mickey Maus drauf, Caroline. Da musst du fleißig tuppern, diese Kampagne und deine Kunden animieren, mit dir Tupperparty zu machen, live oder quasi online. Und dann kannst du sowas ähnliches in Mickey Maus Form kriegen. Weil die weiß ich, die lieben meine Enkelkinder nämlich auch. Weil da müssen sie nicht überhalten, sondern ja, also sie müssen nur, ist gut. Nur ziehen. Also ne? Wir haben auch die Eco-Straws, die haben wir auch zu Hause.
und auch regelmäßig im Einsatz, weil der Kakao schmeckt dadurch natürlich viel, viel besser. Ja, genau. Genau. Und Brotbüchsen sind nicht nur für Brot da, die sind für Äpfel, für Kekse, für Gummibären, Spielzeug. Ne? Vergiss bitte nicht Cranberries. Ja, Cranberries. Die immer mit werden ja in Massen bei uns vernichtet. Ja, genau. Andere essen Rosinen, sie müssen Cranberries. Cranberries haben. Und Sultanin. Ja, genau. Also das braucht man wirklich ganz viel. Und natürlich Behältnisse, um Mittagessen mitzunehmen. Ne? Denn der verträgt ja Massen an Essen. Und dann braucht man luft- und wasserdichte Behältnisse, damit nichts ausläuft. Mein Mann nimmt auch das große Naschkätzchen zur Arbeit für seine Stullen. Also nicht die Schatzkiste, sondern die Hälfte der Schatzkiste. Ein großes Naschkätzchen, das braucht er. Ja, das ist... Seine Arbeitskollegen sind auch immer fassungslos, was er alles in sich hineinstopft. Na gut, er arbeitet ja auch. Ne? Ja. Genau. So, aber diese Menge muss ich auch kochen und diese großen Töpfe muss ich auch vorhalten und diese großen Vorratsbehälter. Und jetzt mit 4 Personen reicht auch diese... Ja, wie hieß denn das Schöne? Dieses Nudelsieb, was wir hatten. Ach ja. Das Kleine, das reicht auch nicht aus. Ich brauche das Große. Ja. Jetzt für 4 Personen das Kleine, damit... Boah. Ja, 2 Personen ist okay, aber nicht für uns 4. Das ist denn immer, wenn ich... Da lache ich immer, wenn ich dann gucke, was ihr denn auf dem Herd habt und was ich denn mit meinem Mann auf dem Herd habe. Ja, und auch was wir damals auf dem Herd hatten, auch wo wir 4 Personen waren. Also das war bei weitem nicht die Menge, die ich kochen muss. Tja, Caroline. Und es blieb immer was übrig, bei uns nicht. Das ist dann, das heißt, ihr habt einen guten Resteverwerter. Ja, 3, um genau zu sein. So, was machen, habt ihr aufgeguckt auf die Uhr? Ja, 5 Minuten noch. 40 waren sie drin, jetzt ist es 47, ein bisschen können sie ruhig noch. Ja, die Drops dürften bald soweit sein. Genau. Ja, darf ich ein bisschen aufräumen? Du darfst aufräumen. Danke. Und ich unterhalte euch dann noch so 2-3 Minuten mit Produkten aus unserem neuen Angebot, wenn ihr wollt. Dann hole ich die mal rüber, denn das eine oder andere Produkt kennt ihr vielleicht. Ich habe euch jetzt gerade nicht mehr in der Kamera. Ups, hole euch trotzdem einmal hier rüber. Denn das sind so Produkte, die ihr jetzt auf der Tupper-Party findet. Die kleinen Sonnen habe ich euch ja schon gezeigt. Das sind so die Klassiker von früher, nur in neuen Farben aufgelegt. Und hier kann man die Schüsseln auch sehr gut ineinander stapeln. Viele wollen ja eckige Schüsseln, obwohl ich ja lieber der Verfechter von rund bin. Das muss allerdings so jeder für sich allein entscheiden. Dann haben wir so für Snacks für unterwegs, vor allem für Kinder und für andere kleine Pausen, diese kleine Snackbox jetzt gerade im Angebot mit einem Behälter. Da könnt ihr euch Gewürze reintun oder quasi ein bisschen Dressing. Oder ihr könnt es nutzen, wenn ihr ein bisschen Obst habt, Kirschen oder anderes, um die Steine nachher zu selektieren. Da können kleine Spießchen rein oder Würstchenpackung, ein bisschen Senf oder Ketchup oben rein. Also so ein richtig kleiner Snackbehälter für unterwegs. Und den finde ich mega, mega cool. Das ist nämlich auch so ein kleiner Behälter für die Mikrowelle. Nämlich hier habt ihr euer To-Go-Besteck. Das kann euer Notfallbesteck werden. Und ihr seht hier so ein kleines Ventil. Dieses Ventil sorgt dafür, dass in der Mikrowelle Luft und Überdruck entweichen kann. Und von der Größe her sind es halt 850 Milliliter, eine gute Größe für unterwegs, um jetzt Mittagessen für normale Portionen mitzunehmen. Ne? Nicht so für hungrige. Und dieses kleine Schüsselchen bekommen alle Gäste auf der Tupper-Party, wenn sie eine Tupper-Party in den nächsten 5 Wochen vereinbaren. Sprich, ihr seid Gast auf einer Tupper-Party oder ihr kommt hier zu uns ins Meeting Center, vereinbart eine Tupper-Party für die nächsten 5 Wochen. Dann dürft ihr euch auf der Tupper-Party über dieses tolle Produktset freuen. Besteck ist wie dieses Armee-Besteck von früher. Hier zusammengestellt, zusammengelegt, hier direkt fest drin verankert, so dass man es halt auch nicht verliert
Und ihr könnt den Behälter halt auch gut mitnehmen, wenn ihr euer Mittagessen irgendwo am Imbissstand halt entgegennehmt und dann nochmal in der Mikrowelle aufwärmen wollt. Ich krieg's gerade gar nicht zu, weil hier noch die Produktbeschreibung ist. Und wartet, jetzt richtig fest verschlossen. Und mit den Ohren wird hier gedrückt und dann öffnet sich der Deckel und geht quasi nach oben. Wie gesagt, unsere Silikon-Waffelform ist gerade halt im Angebot, jetzt im August. Besucht uns einfach auf der Tupper-Party oder auch am Stand. An vielen Wochenenden sind unsere Mädels unterwegs. Jetzt am Samstag die Kanni beim Rockenhagener Hoffest. Und Anfang September nachher sind wir hier in Neubrandenburg auch beim Stadtfest zu finden. Und beim wöchentlichen Wochenmarkt in Neubrandenburg ist Uta mit ihrem Team. Und die Hanni ist in Neustrelitz halt auch zum alle 14 Tage zum Wochenmarkt dort auch unterwegs. Und wenn ihr Lust auf eine Tupper-Party habt, könnt ihr natürlich bei uns auch immer einen Termin buchen. Sagt uns, wo ihr herkommt. Und ich sag euch, welche Partymanagerin in eurer Nähe zu finden ist. Caro, was machen unsere Küchlein? Fast, sind fast so weit. Also die kleinen Dropse haben es fast geschafft. Die dürfen den Ofen bald verlassen. Die Waffeln brauchen noch ein bisschen. Na, die war ja ein bisschen mehr vom Teig. Ne? Genau, dann kannst du ja einfach... Dann kann ich aber die Arolo dazu. Genau. Und die andere Form sehe ich gerade, hast du gar nicht reingesteckt. Nein, du hast keine zwei Roste. Achso, musst auf dem Rost machen, nicht aufs Blech? Nein. Warum? Na, wenn du zwei machst, dann brauchst du doch... Mache ich nicht. Ach so? Grundsätzlich, nee. Kann ich dir nicht sagen, warum, das mache ich nicht. Ich schiebe immer rein. Rosten. Nö, ich schiebe dann immer rein. Also das wäre jetzt bei mir egal. Ne? Ich bin gespannt, was wir nächste Woche machen im Live-Cooking. Da wird dann in Bützow wieder Live-Cooking 17 Uhr sein. Und ich glaube, ich habe die Rosi. Nee, die Rosi hatte ich gerade. Vielleicht Gesine oder Anja. Mal gucken. Irgendeiner von den Mädels wird mit mir ja dann kochen. Ja, warum? Was machen sie? Puderzucker. Das haben wir hier nicht. Brauchen wir nicht. Puderzucker muss nicht unbedingt da drauf. Nee, muss nicht. Kann nur, sieht nur schöner aus. Ja, gut. Aber für schön ist ja nicht unbedingt. Na genau, also die Jungs essen das auch am liebsten ohne Puderzucker. Die essen das einfach so, wie es rauskommt. Zum Servieren kann man quasi eine Kuchenplatte nehmen oder und eben... Und darf ich das nachher drauf tun? Muss man in der Küche gucken. Da, ich kann jetzt nicht weg, ich will ja nicht eine leere Kamera also hinstellen. In die Küche, alles was in der Küche ist, kann benutzt werden. Unten die Schubläden aufziehen. Oder rechts den Schrank aufmachen oder den großen Schrank hier in der Küche auch noch öffnen. Da findest du auch noch so ein paar Sachen, wo man was reinlegen kann. Flache Schüsseln oder. So, ansonsten, wenn ihr viel Tupperware braucht, könnt ihr natürlich auch immer die Starterausstattung nehmen. Das heißt unser Starter-Kit. Da habt ihr viel drin von dem, was man so verwenden möchte. Nämlich hier unseren kleinen Topfschaber. Dann habt ihr drin unseren Zwiebelschneider. Dann, ich sag mal so Standard-Tupperware, unseren Schälfix. Und drei Teile, die man nicht unbedingt standardmäßig haben muss. Allerdings ohne den ist es in eurem Kühlschrank ganz schön einsam, nämlich das Cool and Fresh, ein Eidgenosse und unsere Klimabox mit 4,4 Litern. Das ist unser Starter-Kit, damit fangen wir an. Das ist das, mit dem man wirklich schon seine ersten Küchenexperimente starten kann oder auch mit dem man seine ersten Partys starten kann. Denn man kann bei uns ohne Einsatz von Geld quasi schon mal die ersten Partys machen. So, Caro, einmal hierher. So, hier sind unsere kleinen schönen Drops, ein bisschen goldig gebräunt. Und lassen sich, wie ihr gleich sehen werdet. Wartet, das sehen Sie nicht. Oh. Wir müssen erst die Kamera zu dir schieben. Hast du? Jetzt,
Und dann kann es losgehen. Die fallen hier ganz einfach raus. Einfach ein bisschen schütteln und dann ist das Blech leer. Genau, also hier habt ihr jetzt wirklich mundgerecht die kleinen Dropse für die Zwerge drinnen, so dass ihr das quasi machen könnt. Ihm jetzt hier wird schon ein Drops gerade geklaut. Und als nächstes kommen nachher unsere Waffeln raus. Und so einfach ist wirklich das Kürbiswaffelrezept. Das könnt ihr super einfach nachkochen. Lara hat gemalt. Das heißt, ihr kriegt dann auch noch die Collage als Vorschaubild, das Rezept da rein. Wir gehen noch mal ganz kurz aufs Rezept ein. Guckt mal. Sie hat super niedlich wieder die Sachen zusammengesetzt. 250 Gramm Mehl, 3 Eier, 500 Gramm Kürbis, 130 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm Butter, ein Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Wird alles vermengt. Sie hat nur nicht aufgeschrieben, dass wir den Kürbis vorher gegart haben. Gar nicht, er ist frisch. Na, aber dann muss er trotzdem. Die haben ja alle das Video geguckt. Aber du kannst das noch ergänzen, weil das ist das Gute. Hier kann man noch Fehler korrigieren. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man etwas anders macht oder wenn man etwas anders gestaltet. Probiert es einfach aus. Nehmt statt Kürbis einfach mal Äpfel oder mit Himbeeren. Also man kann auch sehr variieren, aber man muss immer darauf achten, wie saftig die Früchte sind, weil sonst wird es etwas zu matschig. Und schmeckt es, ne? Klar. Die sind auch nicht... Boah, aber halt! Sie sind heiß, sie sind super lecker, nicht so süß und probiert es einfach aus. Und wenn ihr Lust habt, dann schickt uns einfach einen Daumen hoch, wenn es euch gut gelungen ist, oder gebt noch einen Kommentar ab. Und wenn ihr Rezeptideen habt, die wir für euch ausprobieren sollen, immer her damit. Oder wenn ihr selbst mal live in der Küche in Bützow oder hier im Meeting Center in Neubrandenburg stehen wollt, vor der Kamera, dann lade ich euch ein. Sagt Bescheid, wir haben sehr gerne auch Gäste hier. So. Damit sage ich Tschüss und Bye-bye, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Oder was meinst du? Sollen wir noch warten, bis die Waffeln rauskommt? Können wir ja nachher im Foto auch zeigen. Genau, ihr kriegt das Foto noch hochgeladen. Dann braucht ihr jetzt nicht mehr sitzen und zugucken. Macht's gut und bis nächste Woche.